Leverkusen nicht nur für die neue Bahnstadt Opladen, sondern auch für die Fachhochschule Köln. Denn heute wird endgültig klar, dass Herr Buchhorn nichts mehr dazwischen passieren kann. Also ab heute bin ich restlos hoffen sicher, dass das klappt. Die Worte von Herrn Dr. Beuerns. Ich bin aber da einigermaßen sicher. Ja, das Bauwerk sehen wir hier. Und zwar, der Blick ist jetzt nicht ganz der, den wir von hier aus haben. Das ist also sozusagen die gegenüberliegende Kante. Wir sind also sozusagen jetzt auf diesem Gebäude, was ungefähr 100 Meter lang sein wird und etwa 25 Meter breit sein wird, genau an der anderen Ecke und blicken sozusagen von hinten hier drauf. Aber die beiden Seiten sehen ähnlich aus. Und wir sehen hier ein Gebäude, was sozusagen parallel zu der Front errichtet wird, die Sie hier offen sehen. Das Offene wird hier natürlich noch geschlossen werden und es wird hier eine boulevardartige Straße sein, die dann die beiden Gebäude voneinander trennt. Und dieses Gebäude der Fachhochschule Köln, das ist ja in der Art, wie Sie es hier sehen, von den Berliner Architekten Augustin und Franke entworfen. Im Jahr 2011 hat es einen Architektenwettbewerb gegeben. Das ist das Ergebnis gewesen und so wird es auch hinterher aussehen. Wir haben hier etwa 7.500 Quadratmeter Nutzfläche. Das sind einerseits ist das die Laborwelt, das sind 650 Quadratmeter Labore, die wir zur Verfügung haben wollen. Das ist die Lernwelt mit ihren Hörsälen und das sind auch Räume für Infrastruktur. Nämlich beispielsweise Bibliotheken, beispielsweise Räume, wo die Verwaltung der Hochschule drin sitzt und so weiter. Und der Dekan dieser Fakultät steht da vorne, da bin ich auch, Herr Professor Dr. Hochgürtel, der diese 11. Fakultät der Fachhochschule Köln leitet. Sie wissen ja, die Fachhochschule Köln mit 23.000 Studierenden hat 4 Standorte, das wird der 4. hier werden. Und das ist ja das Ergebnis gewesen einer Ausschreibung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2008 zur Erweiterung der Hochschulen. Und an dieser Ausschreibung hatten sich damals die Stadt Leverkusen, die Industrie- und Handelskammer zu Köln und die Fachhochschule Köln mit einem gemeinsamen Antrag beworben, der dann Ende des Jahres 2008 zu unseren Gunsten entschieden wurde. Und damit begann hier die Planung für das Projekt, was Sie hier sehen. Ich muss zugeben, eigentlich wollten wir den Studienbetrieb schon viel eher hier starten, nämlich erste ehrgeizige Ziele waren, Herr Hochgürtel, korrigieren Sie mich, 2014, 2015, das haben wir gesagt, dass das jetzt sich doch etwas verzögert hat. Das hat Gründe, auf die wir heute an so einem schönen Tag gar nicht so zu sprechen kommen sollten, sondern wir sollten heute sehen, dass es vorwärts geht. Und ich bin jetzt optimistisch, dass wir dann schließlich im Jahr 2018 den Studienbetrieb hier aufnehmen können. Die Fakultät funktioniert schon, sie läuft schon. Und wir haben mittlerweile schon mehr Studierende hier, als für das im Plan soll für das Jahr 2016, 2017 geplant war. Nämlich 600. 500, also 500 hatten wir festgeschrieben, die haben jetzt schon 539. Und mittelfristig werden es sicherlich 800 werden, die hier in diesem Bereich studieren. Unser Konzept als Fachhochschule Köln war immer, das einzubetten, Frau Ortes, Sie haben das schon sehr schön ausgedrückt, einzubetten in die Umgebung, uns also nicht abzugrenzen, sondern ein Teil eines organischen Ganzen zu werden. Wir wollen auf die Umgebung wirken und die Umgebung soll auf uns wirken. Das ist unsere Vorstellung von einem Campus, von studentischem Leben. Und ich bin ganz sicher, dass wir das hier, Frau Ortes, auch erreichen werden, denn Sie haben das eben schon mit diesem Platz, wo ich jetzt schon die Studierenden in ihren Pausen sitzen sehe und miteinander kommunizieren sehe, da kommt das zum Ausdruck. Aber auch beispielsweise, wenn man den Verwendungszweck dieser Hallen sieht, wo hochschulnahe Unternehmen angesiedelt werden sollen, die dann vielleicht kooperieren mit der Hochschule. Wir werden dort drüben Studentenwohnheim haben. Das Studentenwerk wird im Herbst mit dem Bau beginnen, sodass Sie sehen, für alles ist gesorgt. Und, Herr Minister, auch wie gesagt, die Brücken, eine Brücke gibt es ja schon, wo die Studierenden dann auch mal ins Kneipenviertel von Leverkusen eintauchen können. Denn da haben Sie völlig recht, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht etwas haben, was dann tot und abends tot ist, sondern ein belebter Campus. Und da bin ich ganz sicher, die Studenten wohnen da hinten, hier lernen und arbeiten sie und forschen. Und abends sind sie dann auf der anderen Seite der Bahn. so ungefähr. Ja?
Ja, und das ist das, was ich so in Kürze zu diesem Bauwerk sagen möchte. Aber wenn man sich dieses Bild anguckt, also ich bekomme Lust darauf, dass wir das dann hinterher auch physikalisch und nicht nur als Bild, als Imagination vor uns haben werden. Und bin sicher, dass wir da noch viel besser aktiv sein können als derzeit im Chempark. Sie wissen, dass ja die Studiengänge derzeit schon alle angelaufen sind, aber eben im Chempark. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das sozusagen als Übergangsquartier haben können. Aber wir freuen uns, wenn wir hier drin sein werden. Und es ist natürlich ganz klar, als Arbeitgeber ist das auch eine Attraktion, hier als Professor, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin anzuheuern, wenn man weiß, dass man in einem solch tollen Gelände auch dann arbeiten kann, lehren kann, forschen kann. Ich bin ganz sicher, dass die Atmosphäre hier dazu beiträgt, dass die Fakultät sehr, sehr erfolgreich ist. Sein wird. Sie ist jetzt schon auf dem besten Wege dahin. Dankeschön. Ja, Herr Minister Borjans, Frau Regierungspräsidentin Walzgen, Herr Professor Sieselberg, meine Damen und Herren, ich will auch keine langen Worte an dieser Stelle machen, aber ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie sagen, ich warte schon sozusagen ungeduldig darauf, dann sind wir mindestens zu zweit. Wir sind eigentlich mit über 160.000 Menschen dabei, darauf zu warten, dass auch dieser Startschuss losgeht, denn eingebettet in dieses Projekt Neue Bahnstadt ist tatsächlich die Fachhochschule. Man sieht es ja auch daran, die Straßen heißen Campusallee, haben die unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Namensgebungen, die wir gehabt haben. Gauss, glaube ich, ist dabei und so weiter. Leverkusen wartet auf den Start der Fachhochschule. Wir sind sehr froh, dass der heutige Tag denn nun endlich auch die Gewissheit bringen wird. Wir haben hier einen riesen innovativen Schritt gemacht in Leverkusen. Und wir werden ja noch das Gütergleis auf der anderen Seite verlegen, sodass wir auch auf der Seite noch weitermachen werden und damit Quettingen auf dieser Seite und Opladen auf der anderen Seite miteinander verbinden und eigentlich hier eine neue Stadt schaffen, einen Stadtteil schaffen. Und dafür bin ich allen, die hier sind und daran mitgewirkt haben, ganz dankbar im Namen des Rates der Stadt, der mit ungefähr 85-87% immer für die neue Bahnstadt und für eine Gütergleisverlegung und für das Entstehen dieses neuen Stadtteils gestimmt hat. Ich bin Ihnen allen dankbar, wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen eben auch. Und dann sollten wir jetzt, wie ich meine, uns nochmal vielleicht, Herr Dr. Borjans, wenn Sie vielleicht nochmal eben kurz etwas sagen würden, denn die Reden, die großen Reden kommen ja an anderer Stelle. Herzlichen Dank Ihnen. Dann machen wir es auch wirklich, weil wir wollen ja dann noch rüber und reden ja da auch nochmal. Also ich freue mich wirklich aus verschiedenen Gründen dabei zu sein. Das ist ja in der Region bei mir immer so, weil ich lebe in diesem Teil des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich lebe seit 34 Jahren in Köln. Ich habe Verantwortung getragen für Wirtschaft und Liegenschaften und die Stadtkasse in Köln. Und in diesem Zusammenhang hatten wir ja, also gerade mit den Herren, die ich hier vor mir stehen habe, aber auch mit Herrn Molitor, also jetzt immer wieder Gelegenheit, auch über die Frage zu reden, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir hier nicht in diesen engen Stadtgrenzen denken, sondern dass wir diese Region in ihrer Kraft zur Entfaltung kommen lassen, indem man eben kooperiert. Immer, das können wir gleich aber alles nochmal sagen, in dem Bewusstsein, wie vielfältig das ist und dass es falsch wäre, das sozusagen einfach alles zu nivellieren. Sondern jeder hat ja seine Geschichte. Und dass das aber in dieser Form von Kooperation sich zeigt und dass man eben sieht, auch eine Fachhochschule ist eben nicht bloß an einer Stelle in einer Stadt, sondern eben in der Region und nutzt auch mit den Kompetenzen, die da in der Wissenschaft sich wiederfinden, auch die Kompetenzen der Wirtschaft und die Markenbildung, die Wirtschaft sozusagen wieder in diese einzelnen regionalen Teile reingebracht hat. Das ist einfach toll und insofern freue ich mich natürlich an dieser Stelle, so eine Kombination sein zu dürfen aus Bürger der Region, Hilfs-Sheriff für Svenja Schulze, Vertreter der Landesregierung und also insofern ist alles toll. Also deswegen bin ich gern dabei und freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Vielen Dank.